Die Volksbank Düsseldorf Neuss EG präsentiert unseren Fortuna Talk. Fortuna Düsseldorf gewinnt gegen SV Sandhausen mit 1:0. Marcel Sobotka ist mir zugeschaltet. Cello, grüß dich und Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das war ein Sieg aus der Kategorie Arbeitssieg, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das war heute für keinen Außenstehenden gut anzusehen, das Spiel. Viele Fehler, Fehler auch beim Annehmen vom Ball, dass der Ball öfters versprungen ist. Ja, so ein typisches Zweitligaspiel einfach, dass man wirklich sieht, wie wichtig auch Standardsituationen sind, dass wir dann durch, ich weiß gar nicht, ob es ein Freischuss war oder ein Eckball, dass wir da den Elfmeter rausholen und dann am Ende, ja, weiß nicht, ob man glücklich sagen kann, aber auf jeden Fall dann dadurch den Sieg holen. Ich glaube, wenn man im Vorfeld hört, Fortuna gegen Sandhausen, dann sind die Erwartungen, dass man so eine Mannschaft an die Wand spielt. Warum funktioniert das nicht so einfach? Du hast es gesagt, ein typisches Zweitligaspiel eigentlich. Ja, wir haben es defensiv gut gemacht. Also wir haben ja, glaube ich, wenig Chancen zugelassen. Wir haben in der zweiten Halbzeit eben, glaube ich, die eine Chance, wo Schinter auf der oder 5 Meter vom Tor dann rettet. Ja, aber nach vorne fehlt einfach noch eine Menge, würde ich mal sagen. Also wir haben, wenn wir nach vorne spielen, haben wir keinen guten Ballkontakt, spielen unsauber. Ich habe 2 Bälle jetzt zum Beispiel einfach, den ich hinter die Abwehr legen kann, einfach ins Ausgespielt. Das sind dann einfach so Sachen, die nicht passieren dürfen, sage ich jetzt mal. Da müssen wir uns auf jeden Fall steigern, vor allem jetzt auch nächste Woche dann oder übernächste Woche ist es ja besser gesagt gegen Bochum, dass wir da auf jeden Fall besser Fußball spielen. Der Platz war nicht gut, gar keine Frage, aber trotzdem dürft das nicht als Ausrede nehmen, dass da der Ball so oft wegspringt. Das sind technische Fehler, die uns eigentlich nicht passieren dürfen. Und wenn wir die weglassen, glaube ich auch, dass es besser werden wird oder besser werden kann, weil wir wirklich auch gute Situationen hatten, wo wir auch Chancen nach vorne hätten kreieren können, aber es hat dann immer der letzte Pass oder die letzte Ballannahme gefehlt oder ist nicht gut zustande gekommen und deswegen hatten wir eben nach vorne hin sehr wenig und ja, Gewinn am Ende, sage ich mal, durch einen Elfmeter 1-0. Nimm mal mit, solche Spiele gibt's, aber wenn du oben mit dabei sein willst, musst du solche Spiele eben auch gewinnen, dass du solches eben dann nicht den Gegner an der Wand spielt, sondern einfach durch eine Standardsituation 1-0 gewinnen. Die 3 Punkte nehmen wir mit, das ist das Entscheidende heute und ja, das ist das, was zählt. Ja, definitiv. Muss man schon sagen, der Blick auf die Tabelle, der sieht ja auch schon deutlich positiver aus. Im Jugendfußball sagt man gerne, ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt. Das ist im Profifußball dann eher seltener der Fall. Bei dir dann wiederum doch. Du bist jetzt Teil der 4er-Abwehrkette. Fühlst du dich dort wohl und wie siehst du deine neue Aufgabe? Ja, eigentlich war es ja eher der Notnagel, sage ich mal, vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen, weil wir wirklich links hinten keinen mehr hatten. Aber es macht doch Spaß. Also es ist von Spiel zu Spiel wird es, glaube ich, auch ein bisschen besser, auch wenn jetzt heute, glaube ich, das Schlechteste von den 3 Spielen war von mir. Trotzdem machen wir es, glaube ich, in der Viererkette wirklich richtig gut, lassen wenig zu. Die beiden Ösis in der Mitte köpfen da alles weg, was hoch irgendwo reinkommt. Also ich glaube, dass es da wirklich schon passt. Natürlich ist offensiv noch eine Menge Potenzial bei mir oder muss offensiv auf jeden Fall auch besser werden, dass wir über die linke Seite auch ein bisschen mehr Druck kriegen. Ja, aber trotzdem in allem ist es, glaube ich, so, dass wir da in der Kette ganz gut zusammenarbeiten hinten. Aber gut, dass du es selbst ansprichst, nach die Offensive nach vorne. Denn auch da finden wir dich dann hin und wieder. Beim letzten Spiel warst du der Siegtorschütze. Auch eher untypisch, dass der Abwehrspieler dann mit nach vorne aufrückt und dort noch für Alarm sorgt. Liegt das daran, dass du, ja, ich glaube, der letzte Linksfuß auf dem Rasen bist? Nee, das war tatsächlich eine Standardsituation. Und da bin ich häufiger mit vorne, dass der Ball dann irgendwie da runterfällt. Das ist klar, gehört auch ein bisschen Glück dazu. Aber es gehört normalerweise auch dazu, dass der Außenverteidiger ein bisschen weiter nach vorne geht. Das macht der Zimbo auch ein bisschen offensiver. Und ich glaube, dass ich mich da im Spiel auch ein bisschen mehr nach vorne einschalten sollte. Und dass es dann, ich weiß ja nicht, wie lange ich da noch spiele, wie lange dann die Verletzten noch brauchen. Aber wenn ich da bin, will ich natürlich probieren, noch offensiv ein bisschen mehr zu machen, ohne das Defensive natürlich zu vernachlässigen. Also Cello bestätigt, er spielt da, wo der Trainer ihn aufstellt. Länderspielpause habt ihr jetzt abgehakt. Wie habt ihr die Zeit eigentlich genutzt? Ja, wir hatten 3 Tage frei gehabt sogar. Das war wirklich mal ganz gut, sich auch ein bisschen Abstand zu der ganzen Geschichte zu bekommen, mit der Familie ein bisschen was zu machen. Natürlich durch Corona alles ein bisschen eingeschränkt, dass man sich nicht mit zig vielen Leuten trifft, sondern wirklich nur im kleinen Kreis dann zu Hause ein bisschen was gemacht, ein bisschen abgeschaltet. Ja, und dann natürlich war der volle Fokus dann im Training wieder hochzufahren und auf das Spiel eben heute gerichtet. Das ist so eine normale Länderspielwoche eigentlich.
Ja, leider wieder keine Zuschauer im Stadion, aber zumindest 2000 Laternen, das war gerade sogar noch Thema in der Pressekonferenz. Habt ihr das als Mannschaft auch wahrgenommen? Ja, das ist natürlich auch eine besondere Art der Unterstützung der jüngsten Fans der Fortuna. Ja, absolut. Ich finde es cool. Ich habe es gestern Abend schon gesehen, dass das Bild hochgeladen wurde, wo die Lichter angehen. Es ist natürlich richtig schön, vor allem wenn die Kids dann eben auch noch was dazu beitragen können für ihren Verein, für die Fortuna, dass die ein bisschen Sachen oder Laternen ins Stadion stellen. Ich finde es eine richtig coole Sache und meine Tochter hat sich darüber auch echt gefreut. Prima. Dann lass uns nach vorne schauen. Du hast eben schon angesprochen, die nächste Auswärtsbegegnung in Bochum. Die spielen jetzt in Hamburg, sind, glaube ich, punktgleich mit der Fortuna aktuell. Spiel auf Augenhöhe? Ja, definitiv. Ich glaube, dass es dann wieder ein ganz anderes Spiel sein wird. Bochum ist eben, glaube ich, auch fußballerisch ein bisschen stärker als 1000. Da müssen wir uns auf jeden Fall auch steigern, dass wir mit dem Ball wieder mehr anfangen können, dass wir präziser sind, dass wir uns weniger technische Fehler erlauben. Aber trotzdem die defensive Kompaktheit eben beibehalten, die wir in den letzten Spielen hatten. Das muss wirklich der Grundstein sein. Ja, dann gucken wir uns das Spiel morgen an und dann geht es an der Kastropper immer rund. Cello, 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Ihr seid ja auf dem richtigen Weg und wie du schon gesagt hast, den Arbeitssieg, den nehmen wir einfach mit. Das sind 3 Punkte, die zählen am Ende genauso viel. Vielen Dank, danke an dich und nochmal Glückwunsch an die Mannschaft und ja, wir freuen uns auf die nächsten Aufgaben. Danke, alles Gute. Das war unser Fortuna-Talk, präsentiert von der Volksbank Düsseldorf Neuss AG, heute mit Marcel Sobotka.